Willkommen zurück zu Sorian mit Gabriel und Lumi. Hallöchen. Und da ist gerade was neben uns runtergefallen. Fast erschlagen worden. Gerade so noch dem sicheren Tod entgangen. Ui, jetzt anders als Jetzt beim letzten Mal. liegt er aber richtig schön da. Das heißt, er spawnt doch Ja. immer an derselben Stelle. Das wäre ja irgendwie komisch. Aber es sieht ein bisschen so aus. Ja, ein bisschen. Obwohl, wir haben gespeichert gehabt. Du weißt, dass wenn man speichert, das irgendwie immer noch komisch ist. Das stimmt. Manchmal bleiben da die Dinos an Stellen stehen und manchmal sind nicht und Genau. ja. Ah, das Tier ist hübsch gemacht. Also ich muss ehrlich sagen, das ist richtig hübsch gemacht. Uns wurde ja gesagt, dass man es essen kann, wenn man Ja. richtig an den Bauch rangeht. Das will ich gerne mal Dann. testen. Ja. Tatsächlich. Es macht es. Oh, doch, tatsächlich. Du weißt, dass es der Essensbalken ein bisschen braucht. Ja, 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 Jetzt ja, ja, ja. kommt die Wirkung. Das ist ja geil. Dann hätte man hier schön ein leckeres Mahl am Ozean. Also ich revidiere alles, was ich vorher gesagt habe. Das ist eine coole Sache. Jetzt verdurstet man nur noch. Ja, yippie. Das Hauptproblem des Ozeans bleibt dasselbe. Verdammt. Ja, Salzwasser ist nun mal Salzwasser, ist nun mal Salzwasser. Ja. Ich würde Wie aber auch, cool. also ich würde auch gern sehen, wie wir ihn essen, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, das ist einfach. Sie werden da wahrscheinlich einen Futtercontainer in Anführungsstrichen reinprogrammiert haben. So sieht man es ein bisschen besser. Man muss gar nicht so sehr da reinlaufen. Sehr Eventuell war schön. das andere auch einfach verpackt. Du meinst, weil er nicht so schön da lag? Ja, naja, keine Ahnung. Er wurde vielleicht von einem Trike schon mal umgestoßen. Aber das sieht super Ah, man aus. kann auch am Rücken essen. Also man kann ihn allgemein essen. Überall Ja, deswegen, vielleicht. also deswegen meine ich halt einfach mal, dass das vielleicht beim letzten Mal doch wirklich verbuggt war. Ah, Schwanz geht nicht. Okay. Schwanzflosse ist nicht lecker. Und Kopf? Kopf wahrscheinlich auch nicht. Aber er knabbert so süß. Ja, ich Am nam 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 kann. nam. Am nam 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 nam. Bisschen knoppelknabbern. Okay, also der Körper ist essbar. Ja. Sehr cool. Mohahaha. Aber wir müssen jetzt Vielen Dank übrigens für trotzdem. die Ansage. Ja, sonst hätte ich das nicht nochmal probiert. Ja. Sehr schön. Ehrlich gesagt, hat es mich gerade überrascht, dass hier ein Mosasaurus einfach aus dem Himmel fällt. Ja, ich hatte auch ehrlich gesagt nicht vor, das jetzt heute auszuprobieren. Ja. Aber wenn man schon mal die Gelegenheit hat, dann Wenn macht man man quasi das. davon erschlagen wird. Ja, er hat es herausgefordert. Ja. So, in der Richtung war doch der Fluss, oder? Ja. Gut. Aber ein ganzes Stückchen landeinwärts, wo du erst trinken kannst. Ich weiß, ich weiß. Ach ja, richtig. Ich wollte gar nicht rennen, ich wollte eigentlich traben. Trab, mein Raptor, trab. La la la, erstmal warten. Trikes. Ist das wieder diese fette Trike-Herde? Keine Ahnung, ich sehe gerade nur einen. Aber wo wir gerade bei Trikes sind, da wird sich ja was ändern. Ja, es gibt nämlich ein neuer Devlog draußen von den Entwicklern. Mohoho. Und da haben sie angekündigt, da es jetzt eben diese Herden gibt, wäre es schön, wenn man auch ein bisschen Männchen und Weibchen unterscheiden kann und die eben nicht alle gleich aussehen, was wir ja auch schon mal angemerkt hatten, dass das so ein bisschen schade ist. Ich gehe dem Pachi aus dem Weg. Ja. Dass es ein bisschen schade ist, dass sie dadurch halt ein bisschen wie Klone oder einfach nur Kopien aussehen. Ja, vor allem, weil sie sich anscheinend wirklich einen KI-Strang teilen und absolut individuell durch die Gegend latschen. Ja. Was mit der KI haben sie nicht angesprochen, muss ich dazu sagen. Nee, aber ist schon ein Unterschied, wenn sie dann anders aussehen und ein anderes Skin bekommen. Sieht auch wirklich hübscher aus. Also es tut mir Ja. leid, aber ich finde die Skin absolut cool. Also so ist es nicht. Aber wenn du vier, fünf Tiere hast, die exakt gleich aussehen, dann habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, Klonschaft Dolly nur in früher. Ja, das sieht man, also da geht auch die Skin, finde ich, verloren. Ja. Sie haben auch schon ein Bild von der weiblichen Skin veröffentlicht. Die ist dann so dunkel, eher so grau-braun und hat halt nicht diese grellen Farben. Und da kann ich mir richtig gut vorstellen, dass dann die männliche Skin richtig zur Noch Geltung kommt. richtig noch gut rüberkommt. Wir können ja einfach mal unter dem Video den Link zum Ja, Devlog reinpacken. das sowieso, ja, unbedingt. Und wo wir gerade den Pachi gesehen hatten, Mensch, das ist ja heute fast wie vorbereitet. Ich bin ein bisschen erstaunt, das ist eigentlich, na egal. Das Spiel macht mir Angst. Das Spiel weiß, was wir wollen. Ja, weil nämlich auch bei dem Pachi wird sich ein bisschen was ändern. Ja, es wurden Werte überarbeitet bei den Dinos. Auch der Dakota Raptor wurde, also nein, soll überarbeitet Wird, werden. wird. Mit dem nächsten Update wahrscheinlich, vielleicht auch erst mit dem Du kannst übernächsten, übrigens keine trinken. Ahnung. Sicher schon hier? Ja. Es sieht zwar so aus, aber ich bin mir nicht sicher. Nein, kann ich nicht. Oh. Siehst du, wenn wir jetzt verdursten, deinetwegen,
Das ist richtig Ärger. Es sieht nur so aus. Ich weiß auch nicht genau, woran man es jetzt noch erkennen kann. Deswegen laufe ich einfach ein Stück. Okay. Hier vielleicht. Ja. Ja, nee, ist klar. Egal, Hauptsache ich habe was zu trinken. Ja, also die Werte wurden überarbeitet. Genau, der Dakota Raptor ist soll ein klein wenig stärker werden dann. Und sowas wie der Pachy eben ein wenig schwächer. Ja, momentan macht das keinen Spaß. Ja, weil vielleicht ist den Entwicklern aufgefallen, dass die Pachys Serienmörder sind. Und vor allem Dakota Raptor fressen wollen. Oder nein, einfach nur töten wollen. Sie wollen uns ja nicht mal fressen. Sie wollen uns vernichten. Das ist ein kluger Herbivor, weil man tötet alles, was einen fressen kann. Ja, das ist sehr clever. Und schon landet man an der Spitze der Nahrungskette. Weltherrschaft! Da, 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 da. Oh nein, wo ist er? Ich habe ihn gehört. Wo steckt er? Ich habe ihn doch gehört. Wo ist der Pachy? Gleichen sie sich jetzt schon an, oder was? Das wär's ja. Hier leuchtet es grün. Da. Da ist er. Da, im Baum. Nee, nicht so im Vorm Baum. Ja. Und alleine. Macht sich nur für weh hin. Für mich. Ja. Sagte ich schon für mich? Ich habe nicht gespeichert. Ich versuche wegzukommen. Ich will hier nicht sterben. Nicht, wenn ich gesättigt bin und was getrunken habe. So will ich nicht sterben. Dem kleinen Raptor da geht's nicht so gut. Der kam gerade irgendwie nicht so gut aus dem Wasser. Er hat nur gewartet, bis du da bist. Damit er jetzt elegant wegrennen kann. Ja. Weise Sache. So, der Pachy läuft uns immer noch hinterher. Das sind total die Mobviecher. Das sind voll die Aggressoren. Magst du mal vielleicht das Ufer wechseln? Der Pachy kann doch auch schwimmen. Ja, aber... Ich habe Angst, dass ich dann von einem Krokodil zerfleischt werde. Ja, jetzt gerade ist ein Größter. Nee, das ist der Raptor. Ja. Der wechselt die Seite. Der ist klug, so wie wir. Ja. Wir machen das jetzt auch. Ja, wahrscheinlich suchst du dir jetzt die einzige Stelle raus, wo ein Krokodil ist. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht einfach hier geradeaus rüber soll. Ja, warum nicht? Weil hier wird es ein bisschen schmaler, oder? Aber täuscht das? Nee, aber warum zum Henker jagt der uns? Wir sind... Fühlst du dich in deiner Jagd-Ehre, in deiner Fleischfresser-Ehre? Gekränkt. Ja, ein wenig. Hui, wir können da fast drüber fliegen. Krass. Ja, ja, jetzt hat er gesagt, auch nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ja, wahrscheinlich sind wir jetzt zu schnell gewesen. Nachdem er uns über die halbe Map gejagt hat, du könntest mal kurz Pause machen, dass du dich wiederholen kannst. Genau. Ja. Gute Sache, ich steck mal meinen Kopf in den Sand. Genau. Und du kannst ja zwischendurch mal speichern, dass wir das jetzt nicht alles verlieren. Das wäre ja nur sinnvoll. Ja. Das klingt gar nicht nach mir. Ja, genau. Genau, jetzt hättest du Load gedrückt, das wär's gewesen. Fast. Ja. Tatsächlich gibt es noch eine andere coole Neuerung. Außer, also dann, wenn also, das nächste Update rauskommt. Das ist alles nur Planung, was demnächst passiert ist. Nichts davon ist jetzt schon implementiert. Nee, also das kommt alles noch. Das ist halt das, woran sie gerade arbeiten. Deswegen genau. Ja, Devlog. Genau. Sie arbeiten gerade auch daran, das Klettern vom Dakota-Raptor das habe ich gesehen. Das war bearbeiten. Voll toll. Ja. Ja. Ja, ja, denn ja. Sie arbeiten da schon länger dran, hatten aber das Problem, ist es nicht. Ist, das also, ist ja. Es ist ja jetzt boah. Nicht wahr, oder? Ja, so, bitte. Da habe ich ihn jetzt aber mal platt gemacht. Was ist das denn für ein hartnäckiger Typ gewesen? Und es war derselbe. Es hat nicht nochmal ein Pachy geschrien in der Zwischenzeit. Und sie drohen ja immer, bevor sie angreifen eigentlich. Hallo? Darfst futtern. Also. Das ist ja wirklich... Achtung. Oh Gott. Lauf, mein Mädchen, lauf. Bring ihn um. Zwei für den Preis von ein. Warum ist er nicht gesprungen? Weiß ich nicht, wenn du sterben möchtest. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr zum Springen. Ach, fuck. War die Ausdauer vielleicht nicht groß genug, als ich springen wollte? Möglich. Jetzt geht's halt nicht mehr, bis ich mich irgendwo hinsetze. Und ganz ehrlich, das traue ich mich jetzt nicht. Lauf nicht zu weit von der Beute weg. Gut hinlegen, hätte ich mich jetzt nicht getraut. Ja, dann regeneriere ich schneller. Also, ihr müsst euch jetzt hier dramatische Musik vorstellen. Dum, 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 dum. Ja. Es ist auch sowieso totaler Spannungsbogen, weil erst nach dem Kampf erzähle ich euch, was es mit dem Klettern auf sich hat. Mhm. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ja, Klettern wäre jetzt wirklich toll. Und das als Kampf zu bezeichnen, ist, glaube ich, auch ein bisschen falsch.
Es ist ein Pari, der einen wehrlosen Raptor durch die Gegend jagt. Gar nichts dafür. So, jetzt kannst du vielleicht mal wieder angehen. Ha. Yes. Ha. Sehr schön. Ha. Haben sich so vielleicht an die Wetten doch schon was geändert? Ich wollte auch gerade sagen, so haben wir vielleicht was verpasst. Nein. Also ich habe kein Update gesehen. Nein, meins hat sich auch nicht geupdatet, das Spiel. Das würde mich doch wundern. Ja, also wo wir nochmal beim Klettern gewesen waren. Ja. Ja. Solche Situationen kann man in Zukunft vermeiden. Zumindest dann als Hedgehog. Rennet auf die Bäume. Ja, also als Neugeborener. Genau. Weil das, was man damals im coolen Video gesehen hat, als sie es angeteasert haben, also als sie das Spiel angeteasert haben, ach, ich dachte, da brennt eine Flamme. Nein, es ist die Sonne. Ja, ja. Der große Feuerball am Himmel. Ja. Vorsicht, Krokodil irgendwie gerade ja, zu. Ja, sehe ich. Mhm. Ist einfach schlicht und ergreifend das, dass man dann als Baby Bäume hochklettern kann. Also zumindest ja, ein paar bestimmte. Auch als Älterer kannst du Bäume hochklettern, allerdings dann nur noch die dicken. Ah, okay. Also es ist abhängig davon, wie groß du bist und wie dick der Baum ist, ob du hochklettern kannst. Auch, also sie haben auch was von Ästen gesagt, das klang ein bisschen, als könnte man sogar an Ästen entlang. Weil das wäre halt das, was mir jetzt aktuell wirklich fehlt, oder wo ich sage so, oder mich richtig darauf freue. Ja. Ja. Dieses, man geht auf den Baum hoch, wartet auf den Pari, ja, und springt dann oben vom Ast auf den Rücken rauf und sagt, jetzt. Wie sieht der vergammelt aus? Irgendwie habe ich es geschafft, keinen Hunger zu kriegen. Mein Magen hat sich noch gefüllt, als ich aufgewacht bin. Na toll, da lege ich mich extra neben meine Beute, damit ich am nächsten Tag direkt ein Frühstück habe. Und dann will der nicht mal ein Frühstück. Was ist denn eigentlich mit deiner anderen Beute? Ach, da ist sie auch noch. Boah, sind hier noch alle. Ich bleibe hier jetzt eine Weile. Ja. Ja, also ich freue mich auch sehr darauf, wenn es dann so das in die Höhlen gehen mega kann. Ich stelle mir das auch echt cool vor. Also so ein Redwood. So, jetzt mal, geh mal zu einem Redwood hin. So, dann da hoch. Fände ich schon sehr geil. So, ui. Genau. Daran werden sie, glaube ich, auch noch arbeiten, soweit ich das richtig verstanden hatte. Ich weiß halt nicht. Weil sie die Baumechanik ja überarbeiten wollten. Ja. Also deswegen ja, müssen sie auch daran arbeiten, dass da innen drinnen nur ein Zylinder ist, wo sie eine Skin rüberpacken. Yep. Denn sonst steckt der Raptor zur Hälfte im Baum, während er am Baum hängt und klettert. Ich bin gespannt, was es für lustige Bugs gibt. Wir werden sie euch zeigen. Wir werden sie euch alle zeigen. Also wie gesagt, aber darauf freue ich mich wirklich. Das finde ich richtig, richtig cool. Ja, sie wollten es ja eigentlich auch schon viel früher implementieren, aber tatsächlich gab es halt noch ein paar Probleme mit dem Klettern, die sie jetzt endlich lösen konnten. Mhm. Deshalb gibt es das eben jetzt dann. Naja, im nächsten wie gesagt, Update. Also ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, aber aus meiner Sicht sind das eigentlich keine Vollblutprogrammierer im Sinne von, wir arbeiten schon seit 20 Jahren, keine Ahnung, für Blizzard als Beispiel. wohlgemerkt, Beispiel bedeutet keine Realität. Nein. Weil ich will ihnen auch nichts unterstellen, ich weiß es nicht. Aber so vom Programmiertechnischen her, was man bis jetzt so gesehen hat, würde ich sagen, das machen sie vielleicht schon beruflich, aber nicht auch beruflich Game Designer vielleicht. Ja, also und auch wenn man zum Beispiel Grafiker ist oder so und halt richtig toll hier Dinos animieren kann zum Beispiel, heißt es nicht, dass man eine gute funktionierende Welt hinbekommt und Programmierer ist, weil ein Grafiker ist kein Programmierer. Unsere andere Beute ist despawned. Die ist gerade eben despawned. Frechheit. Also der Verwesungsprozess geht hier aber schnell. Ist das nicht eigentlich unsere erste Beute gewesen? Nein. Das ist unsere zweite? Ja. Okay. Nom, 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 nom. Also, aber ich muss gestehen, nachdem ich eigentlich schon so ein bisschen gesagt habe, machen sie sich in letzter Zeit wieder richtig gut. Also, ja. Mein Problem ist halt immer noch die Langzeitmotivation, die ich aktuell noch nicht sehe. Das Problem ist halt, dass es den Multiplayer noch nicht gibt. Ja, ich kann mir gut vorstellen, mit Multiplayer braucht man auch gar nicht so sehr diese Langzeitmotivation. Ja, weil man sondern da kann man, Spaß hat. Da kann man einfach sagen, ey, Bock, heute Nachmittag zusammen Dino zu spielen. Ja. Und dann geht man zu Sorion rein und spielt mit seinen Freunden. Ja, also es ist halt eine kurzweilige Sache, die man halt einfach so mal in Anführungsstrichen nebenbei machen kann. Ja. Ja. Vor allem, weil man halt auch nichts skillen muss oder sonst irgendwas. Was stand jetzt? Ach, er ist despawned, damit er wieder spawnen kann. Hallo, läufst du bitte? Er hat dich am Flügel gepackt. Ich weiß nicht mehr, was ich geklickt habe, weil ich noch nicht bereit war zu sterben. Ich habe irgendwas geklickt in dem Menü.
Ich hoffe, es war Retry. Wir werden es gleich sehen. Ich habe ganz wild geklickt. Ja, es ist jetzt Sonnenaufgang nach dem Schlafen. Lustigerweise Retry und mein Futter ist weg. Ja. Aber wenigstens ist mein Magen trotzdem gefüllt. Ja. Aber hallo, der war ja mal, also, einfach über mich drüber laufen. Naja, er hat sich am Flügel festgehalten, runtergedrückt, drüber getreten und dich dann mit einer Kopfnuss in die Welt des Schmerzes geschickt. Ich sag doch, das sind voll die brutalen Mobber, diese Viecher. Ja, das sind die Schläger der Kreidezeit. Ja, der Hell Creeks Foundation. Ja. Ja. Hell's Creek, natürlich. Ja. Hell's Creek, ja. Ja, ja. Welcome to Hell. Ja. Jetzt weiß ich auch warum. Schulz und die Paris. Deswegen hat man das so genannt. Mhm. Der ist aber auch richtig spät, ist losgeflogen. Ich war voll verwirrt, ich dachte, ich hätte ihn. Aber offensichtlich ja nicht. Da ist aber auch noch ein kleiner Raptor. Hallo, darf ich dich adoptieren? Ich kann selber aktuell noch keine Kinder kriegen. Aber ich würde dich adoptieren. Ich würde auf dich aufpassen. Bock? Sieht nicht so aus. lass mich gehen, ich tue ja nichts. Es tut mir wirklich nichts. Hey, ich beschütze dich. Ich kann da selber nichts tun, wenn ein Raptor um die Ecke kommt. Also ein erwachsener Raptor oder ein Rex oder ein aggressiver Trike oder einfach nur ein Pachy. Aber ich behalte dich trotzdem in meiner Nähe, dann habe ich wenigstens was zu essen im Notfall. Ich beschütze dich davor, dass die anderen dich umbringen. Das ist ein Unterschied. Ja, ich würde ja gerne mal wissen, wie es da nachher mit dem Mating aussieht. Ja, also weil da kommen noch, glaube ich, richtig coole Sachen. Ja, ja, klar. Also war ja irgendwie so bis zu 3 Tieren oder irgendwie sowas. Weißt du den jetzt? Nein, das sieht nur so aus, weil halt mein Raptor ihn als Futter erkennt. Aber das Lumpchen kann sich benehmen, das beißt nicht zu. Es schaut einfach nur nach seinem neu adoptierten Jungtier. Ja, Er rennt aber auch nicht weg, also er hat keine Angst vor mir. Aber, adoptiert ein Jungtier ist gut, das ist schon fast wieder erwachsen, das heißt, alles richtig gemacht. Fast erwachsen, kann man gleich wieder in die Wüste schicken. So sieht's aus. Da hat man nicht so lange die Verantwortung. Ja. Er ist aber ganz schön schnell unterwegs, muss ich sagen. Der trabt hier fliegt durch die Gegend. Und immer im Kreis, mir wird langsam schwindelig. Ja, so langsam. Also, könnten wir vielleicht was anderes suchen? Na gut, er ist jetzt erwachsen, ich kann ihn allein lassen. Bevor ich hier einen Drehwurm kriege, danke. Ui. Nee, aber das ist schon sehr cool mittlerweile. Ja. Ja, die Spawn fand ich jetzt gerade ein bisschen schade, aber ich gehe mal davon aus, dass du recht hast, dass das wirklich mit dem Spawn von Dinos zu tun hat. Ja. Dass sie das quasi rausnehmen, um Performance quasi zu senken und dann... Naja, und wenn sie nicht despawnen würden, hättest du irgendwann überall irgendwelche Leichen rumliegen, die du noch aufessen müsstest, also sozusagen. Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber ich grinse ganz breit, weil... ich fände so einen Verwesungsprozess, sondern dass man dann einen Stapel voll Skelette hat, fände ich schon cool. Ja, aber die Map wäre dann irgendwann echt voll, wenn die Skelette nicht auch despawnen. Also du musst schon dafür sorgen, dass die Viecher, die du umbringst, irgendwann weg sind. Ja, natürlich. Also wie gesagt, ich fände es cool, praktisch gesehen, sind wir mal ehrlich, das ist performance-technisch nicht möglich. Aber ich fände einen Verwesungsprozess tatsächlich cool, wo man irgendwie sieht, wie alt die Leiche ist. Ja. Safe, nicht load. Safe. Ja, ich hab's heute mit dem Load. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Ey, mal mobbt ihr mich und dann rennt ihr wieder weg. Ich ausnahmsweise mal der Erste, der schreit. Und der droht dir auch noch zurück? Also der Pachy ist ja nun wirklich... Weil er ist ganz alleine, oder täusche ich mich? Na, keine Sorge. Spawnen die jetzt nicht mehr ein Pärchen? Doch, keine Sorge. Das ist nur eine Falle. Jetzt geht er wieder. Aber ach, wenn man genug zurückdroht, kann man ihn auch verängstigen. Funktioniert das wirklich? Nein. Sieht aber nicht so ganz danach aus. Der schwimmt jetzt einfach seine Kreise. Mhm. Er hat wahrscheinlich einfach einen Krampf in seinem Schwanz und kann sich deswegen nicht nach vorne schwimmen und dreht sich deswegen immer im Kreis. Es ist mir zu heikel, ehrlich gesagt, den anzugreifen. Ich könnte vielleicht einfach mal in den Popo beißen. Im Wasser sterbe ich doch immer. Ja. Im Wasser bin ich immer unterlegen. Auch wenn ich die Flügel habe und so. Ja, im Wasser helfen Flügel relativ wenig. Ja, so als Schwimmflossen. Es tut mir leid, das sind keine Schwimmflügel. Ist das ein Krokodil? Nein, ist nur Schatten.
Das ist ein Krokodil, was? Ey, boah, was für ein dreister Typ. Was für ein dreister Typ. Das ist ja wirklich voll die miese Falle. Ja, sag ich doch, das war eine Falle. Das ist ja richtig krass. Die kämpfen sogar mit Strategie. Ja. Die Viecher. Alles um den Dakota Raptor zu mobben. Ja, aber echt. Man sollte dagegen eine Petition haben. Ach so, Ausdauer. Ach ja, jetzt rennt er weg. Ja, Interesse verloren. La 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 la. Nee, du gehst mir nicht wieder ins Wasser. Du bleibst schön hier. Okay, das war jetzt ein bisschen ärgerlich, weil es ein bisschen geruckelt hat. Da wusste ich nicht, ob ich schon drauf bin. Oh, das sah jetzt gerade ziemlich gefährlich aus bei dir. Ja, keine Ausdauer. Macht Springen schwierig. Nein, das war, weil sie seinen Kiefer so halb ausgerenkt hat. Das passt schon. Das kann ich ab. Ah, okay. Er dachte, dass er eine Schlange ist, ja? Bin ich denn eigentlich schnell genug, wenn ich so hinter ihm herlaufe? Ja, okay. Dann kneife ich mir das Rennen. Warum fahre ich denn jetzt auch ständig runter? Kann ich die nur angreifen, wenn sie aggressiv auf mich sind, oder was? Nein, das wäre irgendwie ein bisschen doof. Nicht wieder ins Wasser, nicht wieder ins Wasser. Nein. Na. Da laufe ich nicht hinterher. Vor allem nicht nochmal, ich bin ja nicht bescheuert. Was siehst du denn da, was dich so fasziniert? Ja, riech mal. Ja, das tue ich doch. Achso, ja. Jetzt habe ich es gesehen, was du auch machst, ja. Es wurde plötzlich ganz dunkel, das ist, wenn man riecht. Ach, da ist ein Vogel. Oder nicht? Ist er weggeflogen? War es eine Eidechse? Keine Ahnung, aber ich sehe nicht, dass das Futter hochgegangen ist. Nee, gefressen habe ich nichts. Und wo ist der Pari? Na, der Pari ist auf der... Nein, er kommt wieder zurück. Deswegen. Komm her, du. Hör auf, ihn zu drohen. Das ist Oh, du sollst ihn doch nicht vertreiben. Ja, gut, dann lassen wir ihn halt dann ein Bad nehmen. Ich trinke mal was. Also, weißt du, wenn du jemanden umbringen möchtest, ist es nicht hilfreich, wenn du ihn verjagst. Ja, also, ich glaube auch nicht, dass ein Löwe in der Savanne sich stundenlang an einen Zebra anschleicht und dann laut... Und dann laut schreit. ...macht. Vorher einmal kurz brüllen, damit es schon... Ich finde es nur fair, dass man sein Opfer vorher warnt. Ermöglicht einen fairen Kampf. Sie geben mir auch immer die Möglichkeit, sie schreien auch immer, bevor sie mich angreifen. Ja. Bevor sie sich dann zusammenschlagen und ins nächste Krankenhaus prügeln. Ja, allerdings. Müsste denn nicht eigentlich langsam mal irgendwie. Jetzt. Sehr schön. Meine Güte. Der war schon wohl gedacht. Schon ein bisschen hartnäckiger. Ja. Der hat halt auch ein heilendes Bad im Fluss genommen. Ja. In dem Brackwasser hier. Ja. Es könnte mineralienreich sein. Ja, es ist ja, ich bin hier im Sumpf. Deswegen passt das schon, dass das Wasser ein bisschen bräunlich ist. Kein Strandblau wie beim Ozean. Das gesunde Ozeanwasser. So schön mineralienhaltig. Naja, komm. Ein bisschen Wasser nehmen, verdunsten lassen, hat man eine Salzlake. Muss dann nur ein paar Millionen Jahre warten und kann das dann als teuer im Mittelalter verkaufen. Ja. Also von daher. Ich muss auch sagen. Ah, ja? Ja. Ja, erzähl. Ich mag die Fressanimation inzwischen sehr. Die wurden ja auch ein bisschen aufgebessert in der Zwischenzeit. Mhm. Und du kannst übrigens nicht mehr fressen. Du bist ich voll. Weiß aber, ich will ihn leer futtern, weil er ist sowieso weg. Das stimmt. Aber wir wollten ja auch noch was ankündigen. Ja. Mhm. Für alle Saurian-Fans ist nämlich nächste Woche ein wundervolles Wochenende. Nicht nur, dass am Sonntag wieder Saurian kommt, so wie jedes Wochenende. Nein, am Samstag gibt es einen Livestream mit Saurian. Mhm. Von unserer Seite aus, also jetzt nicht von den Entwicklern. Unser Livestream. Bevor ihr, auf Twitch. Genau, das ist unser kleines Dankeschön für den 300. Abonnent. Ja, inzwischen haben wir die 300 auch schon überschritten. Ja. Richtig toll. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Finde ich richtig krass, vor allem, weil der 200er Stream auch noch gar nicht so lange her ist. Ja, das hat uns ein bisschen überrascht, gebe ich ehrlich zu. Vielen Dank nochmal.
Und da dachten wir, wir streamen mal Saurian. Genau, weil das auch am meisten eigentlich gefordert wird. Ja. Also, warum nicht? Genau. Nächsten Samstag, also den 3.2. um 20 Uhr auf twitch.tv/schattenspiel.tv. Wir machen euch einen Link rein. Ja, unten in der Beschreibung. Genau. Für weitere Informationen einfach sonst auf Facebook und nicht YouTube. Facebook und Twitter. Genau. Und Twitch auch, ja. Ja. Überall Schattenspiel.tv. Ansonsten www.schattenspiel.tv.de. So, haben wir noch irgendwo, wo Schattenspiel.tv drinsteht? Lass uns überlegen. Ich glaube, nein. So, ich suche mir jetzt hier eine schöne Anhöhe, damit ich nur von einer Seite angegriffen werden kann. Ja, und nicht wieder fast beinahe von Mosasaurus erschlagen werden kann. Ja, ich hoffe, der fällt hier im Landesinneren nicht vom Himmel. Bad! Es regnet Mosasauren. Ah! Das wäre eigentlich auch was Gutes. Und wo wir gerade mal dabei sind, nochmal ganz kurz, schwenkt nochmal ganz kurz mit der Kamera zurück zu dem Baum. Dinge, die sie geändert haben wollten. Oh mein Gott, der sieht ja richtig schlimm aus. Da sieht man ja sogar den Boden und alles. Ja. Ja. Ja, okay. Vor allem, weil das ein ganz normaler Baum ist, der da drunter ist. Ja. Ah, schön. Soll ich mich unter den Baum setzen? Du weißt nicht, ob er dann von oben runterfällt. Das sieht sehr instabil aus. Ja, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob wir dann da auch wieder aufwachen und nicht irgendwie komisch verbuggt im Baum sitzen. Genau, das wollen wir ja vermeiden. Nee. Ich lege mich hier in die Schachtelhalme. Genau, die Schachtelhalme sind immer noch super toll. Ja, deswegen habe ich mir die auch als Schlafplatz ausgesucht. So, das war aber auch schon alles. Ich habe es nur gesehen, fand es lustig. So, dann wisst ihr, schaut rein. Ja. Seid nächsten Samstag mit dabei. Genau, deswegen würde ich auch sagen, nicht bis zum nächsten Mal, sondern vielleicht auch direkt bis Samstag schon. Ja. Wir würden uns freuen. Auf jeden Fall. Lasst gerne einen Daumen nach oben da auf diesem Video, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat, mit Begründung, damit wir es beim nächsten Mal besser machen können. Ja, das wäre schön. Und dann auf jeden Fall bis zum nächsten Wochenende. Tschüss. Tschüss.